meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge hat mir netterweise der Muskelprotz Maui meine Spitzhacke nochmal verstärkt. Jetzt kann ich diese großen Korallen wegmachen und habe somit dann den Weg frei. Ist das zu fassen? Jetzt brauche ich nicht mehr außen rum zu laufen. So, das machen wir jetzt erstmal weg. Und ich kriege auch eine Menge Sand. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, die großen Korallen kommen auch nicht nochmal, ne? Das sind immer nur die kleinen, die dann nochmal neu spawnen. Na, Maui. Danke dir, Dickerchen, ne? Für deine... Ach, das sind die, die ich irgendwann mal nicht aufheben konnte, weil ich da nicht rankam. Ja. Weil die leuchten nicht mehr. So. Ach, ist das schön. Ist das schön. So, dann machen wir noch da die zwei, drei großen weg. Oh, eine Truhe. ...218 bekommen. Sehr schön. Geld kann ich natürlich auch gebrauchen. Na, also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die großen nachspawnen. Oder ob es immer nur die kleinen sein werden. Maui, du bist leicht im Weg, aber nur so ganz leicht. So. Nehmen wir hier noch ein paar Bananen mit. Okay. Das war's, ne? Hier ist noch ein kleines. Wartet, das mache ich auch noch weg. Ach, wartet mal, da drüben, glaube ich. Wo waren das? Da drüben. Da sind auch noch große. Die machen wir auch noch weg. Und dann muss ich ja immer noch eine Feuerschale aus Granit machen. Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir alles hin. Na, Maui? Oh mein Gott. So. Jetzt mal da lang, da lang, da lang, da lang. Da ist noch einer. So. Oh, 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 oh. Schneekugeln. Ach, die kriegt man nur aus diesen großen, ne? Ja. Dann nehmen wir die natürlich auch mit. Hallo? Wir hatten das hier hingemacht. Hier kann man sonst gar nicht mehr auf das Floß. Machen wir mal alles weg, ne? Genau. So. Noch was? Da, da vorne. Da. Guck mal. Oh, schön. Oh, hier war wieder ein Schatz drin. Mit 164. Und eine Schneekugel. Und noch eine. Die kriege ich leider nicht weg, dieses Riesending. Aber das ist nicht schlimm. So. Hier komme ich noch nicht rein, wenn man da überhaupt reinkommt. Aber ich denke, ne? Irgendwann wird man da reinkommen. So, meine Lieben, fertig eine Feuerstelle aus Granit. Ah, wisst ihr, ich glaube, ich werde ein Problem haben. Ich werde nicht genug Granit besitzen. Oh, oh! Ah, die habe ich leider nicht mal gekriegt, ne? Aber ist nicht schlimm. So. Was sagt eigentlich meine andere Quest? Mit den Dingens hier. Mit der Kokosnuss. Und zwar war die ja für Christoph, ne? Zeige Christoph die Kokosnüsse. Dann machen wir erstmal das, meine Lieben. Ja, so parallel die Aufgabe. So, Christoph, wo bist du? Da bist du. Ich habe nämlich jetzt alles zusammengesammelt anscheinend. Ja, ich komme schon. Ich komme schon, Christoph. Ach so, du hast gar nicht mir gewunken. Er hat... War ja mal gewunken. Oh, hey. Okay. Kokosnuss, genau wie du sagtest. Nun, ich probiere sie gerne aus. Lass mich dir die Lauge zurückgeben. Ja. Aha.
Jetzt hast du alles, was sie brauchen, um Seife herzustellen. Ich erhitze schon mal das Wasser. Bis bald. Ja, bis bald. Okay, stimmt. Es ging ja um Seife, Karottenseife, genau. Keine Kokosnussseife, sondern Karottenseife. So, Goofy, dein Haus. Entschuldigung, Maui. Wir gehen zu Goofys Haus, ja? Das ist näher. Hallo, Anna. So. Dann einmal die Karottenseife. Dafür brauche ich 20 Karotten, eine Lauge und 12 Kokosnüsse. Einmal herstellen. Ich finde die Animation toll. So, okay. Bringe Christoph die Dings. Ja, Christoph, ich komme. Ich habe deine Karottenseife. Wenn Elsa hier ist, bin ich es auch. Ja. Und gibt es praktisch nur im Doppelpack. Ja, ist ja auch gut so. Ist ja auch richtig so. Oh. Hi, darf ich? Können wir reden? Ja, können wir. Du bist aber sehr zuvorkommend. Nee, ich will nicht ernten, ich will mit dir reden, danke. So, hier hast du deine Karottenseife. Hallo. Nette Karottenseife, Fanny. Sie riecht lecker. Und die Kokosnuss verstärkt das Ganze noch. Okay, ich muss nachfragen, warum Karotten? Magst du den Geruch wirklich? Ist damit eine besondere Erinnerung verbunden? Du weißt, dass du die Seife nicht essen kannst, oder? Das sage ich jetzt auch. Warum sollte ich? Nein, ich esse die Seife nicht. Es ist nur so, dass Rentiere den Geruch lieben. Warum denn auch nicht? Okay, Zeit für mich, diese neue Seife auszuprobieren. Ich komme bald wieder. Ja! Jetzt hatte ich mich wirklich erschrocken. Ich dachte, das Spiel ist abgestürzt. Weißt du, das hat sich wirklich gut angefühlt. Danke, Fanny. Jetzt schnüffelt er, ne? Ich hoffe, ich rieche nicht nach Kuchen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man Karottenseife herstellt. Jederzeit. Wow, du bist ein richtig guter Anführer für dieses Valley. Dankeschön, Bayana, dankeschön. Was hast du jetzt noch, Christoph? Oh, hey. Hey, Fanny, ich habe ein etwas seltsames Problem. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Schieß los. Erinnerst du dich an den Zauber, mit dem wir meine Erinnerung an Anna ausgelöscht haben, um das Dorf zu retten? Einige meiner Erinnerungen kommen langsam zurück, aber nicht alle. Und ich weiß, dass es anders das Herz bricht. Hast du jemals etwas Wichtiges vergessen? Ich habe mal einen Geburtstag vergessen. Ich glaube, ich habe dieses Tal vergessen. Niemals. Also in Wahrheit habe ich, glaube ich, noch nie einen Geburtstag vergessen, weil ich mir das merken kann, komischerweise. Ich glaube, ich habe das Tal vergessen. Oh, wow, das ist wirklich etwas Großes, was du vergessen hast. Sag mal, du erinnerst dich nicht an Anna, aber erinnerst du dich an ihre Schwester Elsa? Das ist komisch, ich erinnere mich an Elsa. Oh. Aber in all meinen Erinnerungen an sie ist es so, als ob Teile davon verschwommen sind. Ich weiß, dass jemand anderes bei uns war. Entschuldigt. Ich kann nur nicht erkennen, wer. Wenn du dich noch an Elsa erinnerst und sie sich noch an dich, kann sie vielleicht das ergänzen, was in deinen Erinnerungen an Anna fehlt. Ich werde sie fragen. Ja. Es ist ein Versuch wert, Fanny. Danke. Gib mir Bescheid, wenn Elsa etwas einfällt. Bis bald. Ja, bis bald, bis bald. So, Maui, ja, du kommst da mit mir mit. So, wo haben wir denn die gute Elsa? Sehe ich sie auf den ersten Blick? Nee, ne? Oh, ja, komm. Maui, ich muss wieder Fang spielen, tut mir leid. Maui, du versperrst mir den Weg. Ich sehe es sonst nicht, wenn ich annähern kann, Leute. So, jetzt. Karotte. Du kriegst eine Karotte. Ja, ja. Lecker, lecker. Dankeschön. Ach, das ist wieder ein Motiv. Goofy. Du bist mir einer. So, wo habe ich denn jetzt mein Säckchen? So, ein Motiv. Sieht aus wie ein Gespenst, ne? So. Sehr gut, dann haben wir das Häschen gemacht. Mein Gott, hier sieht es aus. Hier muss mal ein Gärtner her. So, wo ist denn jetzt die Elsa?
Das bin ja ich. Ich wollte gerade sagen, hä? Ach, hier unten. Hier unten ist sie. So, dann führe mich zu dieser kleinen Elsa. Ah, da ist sie. Meine Güte, ich habe die gar nicht gesehen. Ihr schon, oder? Ihr habt sie gesehen. 100%, ich habe sie gesehen. Hi, Elsa. Hallo, mein Freund. Du versuchst, Christophs Erinnerung wiederherzustellen. Ich hatte gehofft, mit dir darüber reden zu können. Anna ist so traurig. Ich muss etwas tun, um ihr zu helfen. Ich habe mit Merlin gesprochen und er hat einen Zauber vorgeschlagen, der helfen könnte. Es ist zwar nicht meine Art von Magie, aber ich weiß, dass du dich mit Zaubern auskennst. Allerdings scheint der Zauber ein wenig schwierig zu sein. Ich weiß, dass wir das schaffen. Das glaube ich auch. Machen wir uns an die Arbeit. Wir werden eine wichtige Erinnerung brauchen, die ich mit Christoph teile. Dann verzaubern wir einen Eisblock, indem wir eine Erinnerung legen. Aha. Ich kann den Eisblock machen, aber der Zauber ist Greenlight-Magie. Darum musst du dich kümmern. Funny. Kein Problem. Was brauchen wir für den Zauber? Bestimmt wieder Dinge, die ich nicht habe. Wir brauchen etwas Wasser, Sumpfwasser, um genau zu sein. Aha. Du solltest auf der Lichtung des Vertrauens danach suchen. Dann brauchen wir etwas aus der Erde, um den Zauber zu fokussieren. Versuche ein paar Aquamarine abzubauen. Ich komme wieder, sobald ich alles habe, was wir brauchen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Wartet mal. Tee. Sumpfwasser. Moment. In der Lichtung des Vertrauens. Also hier unten. Oh mein Gott, Sumpfwasser. Ach, das ist Ariel. Ich wundere mich gerade, was ist das da vorne? Na, Ariel, kämmst du dir wieder die Haare? Sammle die Zutaten für den Zauber. Ja, ja. Ah, hier, aufheben. Ah, ich verstehe. Alles klar, alles klar. Ich habe Sumpfwasser aufgehoben. Philipp natürlich nur an den Sümpfen. Hier komme ich ja nicht durch. Da brauche ich noch eine viel bessere Gießkanne. Da ist noch Sumpfwasser. Aufheben. Da vorne ist auch noch was. Nee, ich will das auch aufheben. Okay, wir machen das erstmal weg hier. Das scheint irgendwie zu stören. So, jetzt aufheben. So, drei habe ich. Ach, drei brauche ich auch nur. Okay, und jetzt brauche ich noch Aquamarine. Ha, waren die auch hier abzubauen? Ach, du bist ja nur mein Haustier. Oh. Oh. Ich hänge schon wieder. Ich schaffe das diesmal nicht. Oh, ich habe es in der letzten Sekunde noch geschafft. Oh mein Gott. Warum ist es hier eigentlich so dunkel? Das versteht wer will. Okay, Aquamarine, Aquamarine. Oh, da, warte, hier ist noch so ein dickes, so eine dicke Koralle. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es Korallen sein sollen. So. Hier ist auch nochmal eine Nachtdorne. Okay, Aquamarine. Wie sahen denn die nochmal aus? Vielleicht sollte ich nochmal in meine Sammlungen gucken. Edelsteine. Ach, die blauen. Ja, davon habe ich ja genug, aber ich muss die jetzt neu sammeln. Das ist irgendwie geändert, ne? Normalerweise konnte man immer die Sachen benutzen, die man schon besaß. Ist noch eine Nachtdorne. Hier war nichts zum Abbauen.
Nee, bei Mutter Gothel ist nichts abzubauen. Ich war. ja. Irgendwie. Ja, komm, dann bauen wir nochmal das hier ab. Aber ich glaube, Aquamarine. Ja! So, Level 5. Aha, irgendwelche Inselzeichnungen habe ich freigeschaltet. Alles Klärchen. Wartet mal. Habe ich jetzt hier alles aufgesammelt? Ich denke. Wir gehen mal zu hoch, ne? Wir gehen mal hier hoch, weil hier kann man, glaube ich, Aquamarine sowieso auch abbauen. Schauen einfach mal. Ja, guck mal. Nee, das ist. Ach nee, ich brauche ja blau. Ich brauche nicht grün. Stimmt. Blau. Ich brauche blaue. Mal schauen. Obwohl, wartet mal. In der Sammlung wird doch auch gezeigt, wo man die abbauen kann, ne? Uno momento. Edelsteine. Aquamarin. Am schillernden Strand. Alles klar. Dann gehen wir mal runter. Beziehungsweise, hi Anna. Guck mal, wie Elsa da steht. Ich finde die total hübsch, ne? Nun, ich habe mich hingewagt, wo noch niemand war. Ja, ich auch, Elsa. Ich auch. So. Hallo, Kumpel. Wir verkaufen mal ein bisschen was. Und zwar die hier. Okay, die brauche ich hier anscheinend. Dann lassen wir das mal. Die Steine brauche ich auch. Okay, aber die Muscheln können wir mal verkaufen. So, und dann nehmen wir nochmal die 30 Karotten. Ich frage mich, was Anna wohl vorhat. So, dann verkaufen wir mal ein bisschen was, damit ich wieder ein bisschen... Ich weiß nicht. Ach komm, die Blume verkaufen wir auch. Ist egal. So... Ah, habe ich wieder genug Geld. Bis bald. Ja, bis bald, Profi. Ich muss jetzt runter. Aquamarine abbauen. Aquamarine. So muss es sein. Da sind sie grün. Nee, blau brauche ich. Ach, ich brauche immer noch blau. Oh, danke, Maui. Danke. Ein Momento. Der schillernde Strand ist eigentlich die andere Seite. Aber ist egal, wir werden jetzt hier alles abbauen. Alles, was geht. So, das nehmen wir auch nochmal mit hier. Sammeln wir noch ein paar Beeren. Oh, da ist auch noch Sand. Fast übersehen. Oh, jetzt muss ich was essen, Leute. Ich hab nichts mehr. Komm, ist mal die und ist mal die und ist mal die. Ich habe keine Ausdauer, wollte ich damit sagen. So. Hab darauf überhaupt nicht geachtet. Oh, manchmal ist die Ansicht ein bisschen creepy. Ein paar Bananen. Hab ich hier Sand übersehen? Tatsächlich. Schön, dass ich jetzt hier einfach durchlaufen kann. So spart man sich eine Menge Weg. Oh, guck mal hier. So. Einmal abgebaut. Da ist Aquamarin, oder? Ja, Mann. Gut, das wird anscheinend wieder eine Quest, die länger dauert. Oh! Danke, Maui, danke. Den habe ich gebraucht. So, da hinten ist noch was. Hier so. Hier war leider nichts bei. Schade.
Lass mich durch, Felsen. So, hier haben wir noch eins. Oh, ich bin aufgelevelt. Auf 25. Und ich habe irgendeine Säule gekriegt. Eine Himmelssäule. So, hier war jetzt nichts weiter, ne? Nur diese Höhle. Au! Oh. Und ein bisschen Sand. So, geh weg, Dickerchen. Ich muss durch. Ah, so, okay. Ja, gut. Dann scheint sich das leider noch ein bisschen hinzuziehen mit den Aquamarinen. Ich habe nur 2 von 6. Aber, meine Lieben, wir können erstmal hier meine ganzen Dreamlight-Sachen mal hier einsammeln. So, dann habe ich Sammlungen, Sets für Möbel. Da habe ich die Bilder. Und wo ist die Säule? Nicht mit Disney bezogen. Okay. So. Ach genau, ich wollte ja eigentlich die Aufgaben, ne? Ich wollte ja... Was waren das hier gerade? Moment. Ach so, das ist der Brunnen. Alles klar, alles klar. So, dann werde ich einfach mal... hier, Maui wieder aktivieren, ne? Für die nächste Folge dann. Meine Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge werde ich versuchen, diese Feuerschale aus Granit zu bauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Also, macht es gut, habt einen schönen Tag. Bye, bye.